Ich habe in Visual Studio Code einen neuen Ordner gemacht und dort eine index.html-Datei hineingespeichert und mit dem Live-Server im Browser geöffnet. Im Moment steht noch nichts drin, das Browserfenster ist weiß. Und jetzt kann ich hier HTML schreiben. Es gibt in Visual Studio Code ein eingebautes Plugin namens Emmet. Eigentlich gehört das nicht zu Visual Studio Code, aber weil es so beliebt ist, wurde das von Grund auf eingebaut. Das muss nicht installiert werden. Und das umfasst eine ganze Reihe von Kürzeln, die es erlauben, viel effizienter HTML zu schreiben. Also wenn es dich interessiert, kannst du E-M-M-E-T, Emmet, googeln und nachschauen, was es da so gibt. Ich selber kenne nur zwei, drei Handgriffe, aber die erleichtern das Arbeiten extrem. Zum Beispiel das Ausrufezeichen. Wenn ich das schreibe und Tabulator drücke, voilà, habe ich den Beginn eines HTML-Dokuments. Hier habe ich auf Zeile 5 und 6 zwei Zeilen, die für Responsive Web Design notwendig sind. Die lösche ich. Das brauche ich jetzt nicht. Und jetzt könnte ich hier einen Titel geben. Hier nenne ich das Einstieg in DOM-Manipulation. Um das geht es hier. Und die Sprache ist nicht Englisch, sondern Deutsch. Aber wir werden diese Website nicht in Produktion schicken, darum ist es ein bisschen egal. Aber so sieht ein sauberes HTML-Grundgerüst aus. Und jetzt kann ich hier noch etwas JavaScript hineintun. Damit ich JavaScript schreiben darf, brauche ich Script-Tags. Du kannst immer den Tag-Namen schreiben, wenn du eine HTML-Datei hast und es mit Tabulator ergänzen und dann kriegst du die eckigen Klammern umsonst. Und hier kann ich jetzt JavaScript schreiben, console log Ali, hallo. Und wenn alles gut gegangen ist, sehe ich, dass wenn ich im Browser auf Untersuchen klicke und in die Konsole gehe, da steht jetzt noch nichts. Ich lade noch einmal neu und wahrscheinlich hat das zu Beginn nicht funktioniert, weil die HTML-Datei leer war und der Live-Server, das Live-Server-Plugin dann nicht die nötigen Schritte machen konnte, um das alles aufzusetzen. Jetzt müsste das gehen. Wenn ich hier noch einen H1-Tag mache, ich habe hier etwas Probleme mit der Tastatur. Jetzt geht's. Okay, es gibt hier noch eine Fehlermeldung, get http://21.7.001.5500, das ist die Adresse hier im Netzwerk für den Live-Server und da wird die Datei favicon.ico wird nicht gefunden. Das hat damit zu tun, dass Firefox unbedingt ein Favicon möchte. Das ist zum Beispiel hier diese kleine blaue Grafik, die dann links vom Titel im Tab dargestellt wird. Das braucht es eigentlich überhaupt nicht, aber trotzdem verursacht es eine sinnlose Fehlermeldung. Das ärgert mich so, dass ich sogar eine extra Zeile in meinen Clipboard Manager eingebaut habe, damit ich Ruhe davor habe. Wenn du möchtest, kannst du das abschreiben, du kannst es auch einfach ignorieren. Also, mein HTML-Dokument funktioniert, der Live-Server funktioniert und hier steht Hallihallo. Also auch JavaScript wird interpretiert und ausgeführt. Jetzt werde ich zuallererst einmal dieses Document-Objekt in die Konsole schreiben. Und jetzt sehe ich hier ein HTML-Document und ein kleines Pfeilchen daneben. Und wenn ich das anklicke, dann sehe ich dieses ganze Objekt mit all seinen Eigenschaften und Methoden und so weiter. Also du siehst, es ist recht viel und es ist überhaupt nicht notwendig, das anzuschauen. Ich habe das einfach einmal hier hinein geloggt, damit du siehst, dass diese Document-Variable wirklich vorhanden ist. Du kannst auch hier direkt in die Konsole schreiben, den Namen dieses Dokuments und mit Return ausführen und dann, also du kannst direkt
in die Firefox-Konsole oder in die Chrome-Konsole schreiben selber. Oder du kannst auch schreiben Document Body, die Eigenschaft Body, die umfasst den Body Tag und seinen Inhalt. Also du kannst auch Informationen zu einzelnen Tags herauslassen und auch da siehst du, das gibt dir ein Objekt zurück mit irgendwelchen Dingen drin, ganz viele Eigenschaften. Und auch das ist etwas, was nicht wirklich sich direkt weiterverarbeiten lässt. Aber was wir zum Beispiel herauslassen können, das ist Document Body inner HTML. Und das ist das HTML, das im Body Tag enthalten ist. Ich kriege hier etwas mehr, als ich eigentlich möchte, weil das LiveServer-Plugin hier noch zusätzlich Code in den Body Tag schreibt, offensichtlich. Aber eigentlich ohne diesen LiveServer müsste ich diesen H1-Tag und seinen Inhalt kriegen. Jetzt leere ich mal diese Konsole. Es gibt nicht nur die Log-Methode für Konsole. Console ist auch ein Objekt mit Methoden. Es gibt auch Console Clear. Das putzt jedes Mal die Konsole, wenn das neu ausgeführt wird. Jetzt steht hier, Konsole wurde geleert. Und dann wird immer noch dieses Dokument geloggt. Auch das nehme ich jetzt mal weg. Und was ich jetzt versuche, ist, den Inhalt des H1-Tags in eine Variable zu schreiben und in die Konsole zu schreiben. Ich habe bereits in meinem Theorievideo zum Thema Document Object Model eine Methode vorgestellt, die heißt Query Selector. Also ich kann schreiben Document Query Selector und dort den Namen eines Tags oder einer ID oder einer Klasse. Jetzt, das gibt mir diesen H1-Tag zurück und den speichere ich in eine Variable. Ich sage const my title gleich Document Query Selector H1. Und jetzt schreibe ich console.log my title. Und jetzt sehe ich hier in der Konsole diesen H1-Tag. Ich kann das aufklappen und habe wieder alle Informationen zu diesem H1-Tag. Und etwas einfacher lesbar für mich und einfacher zu interpretieren ist, wenn ich schreibe my title in HTML. Und jetzt sehe ich hier Hello World. Oder wenn ich das hier oben ergänze, steht hier Hello World ASDF. Also so kann ich Tags und ihre Inhalte ansprechen oder sie als Werte irgendwie interpretieren. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann den Wert oder die Zeichenkette innerhalb von H1 kann ich so in eine Variable speichern und in die Konsole speichern. Ich kann das aber auch auswechseln. Ich kann schreiben my title inner HTML gleich, ah, das geht natürlich nicht, eine Zeichenkette brauche ich hier und dann schreibe ich foobar. Und jetzt habe ich den Titel meines HTML-Dokuments ausgetauscht. Es steht nicht mehr Hello World ASDF drin, sondern foobar. Und jetzt ist vielleicht noch ebenfalls gerade an dieser Stelle gut zu wissen, es gibt die Eigenschaft inner HTML für ein HTML-Element. Es gibt aber auch inner Text und da gibt es einen Unterschied, den möchte ich schnell zeigen. Wenn ich einen Paragraphen habe, dort etwas Blindtext hineinschreibe, Quick Brown Fox Jumps und so weiter und so fort. Jetzt kann ich, es kann sein, dass
dass ich einen Absatz habe, P steht für Paragraph, einen Absatz mit Text, und innerhalb dieses Absatzes habe ich einen Link oder eine kursive Textstelle. Kursiv ist emphasized, betont, EM, und das wird beim Rendern durch den Browser wird das mit kursivem Text ersetzt. Jetzt mache ich nochmal das gleiche wie vorhin. Statt H1 spreche ich mit dem Query Selector P an. P wird jetzt mit foobar ausgetauscht, das möchte ich aber nicht, sondern ich schreibe console.log myTitle. MyTitle ist natürlich ein blöder Name für eine Variable. Vielleicht tausche ich das aus mit dem guten alten foo. Dann ist das semantisch nicht aufgeladen. So, und jetzt sehe ich in der Konsole, dass da steht the mTag quick brown, schließender mTag fox jumps etc. Also das ist inner HTML. Das heißt, der Inhalt des p-Tags wird hier in eine Zeichenkette geschrieben und das landet dann in dieser foo-Variable. Inklusive weiteren HTML-Tags. Wenn ich aber statt inner HTML inner Text schreibe, dann kriege ich nur den Text ohne die kursiven Auszeichnungen. Also ich habe jetzt in der Konsole the quick brown fox und nicht mehr der M quick brown M fox. Innertext und inner HTML, das sind nützliche Eigenschaften. Also so kriegst du Zugriff auf einzelne Tags, auf einzelne HTML-Elemente. Und jetzt machen wir noch ein weiteres solches HTML-Element, und zwar eine Liste mit drei Listenpunkten. Auch hier gibt es ein interessantes Kürzel, dieses Emmet, ein Emmet-Snippet. Ich schreibe UL, das soll der Parent sein und der soll Kinder haben. Und das kann ich repräsentieren mit einer eckigen Klammer. Und dann schreibe ich LI, das sind die Kinder von UL. UL ist Unordered List und LI ist List Item. Und das kann ich multiplizieren mal 3, das gibt mir 3 List-Items, die Kinder sind, des UL-Tags. Tabulator und bumm, habe ich eine Liste mit 3 Listenpunkten und die. Da schreibe ich etwas hinein. Hello, foo, bar, ich bin hier nicht so kreativ. Und jetzt möchte ich alle diese Li in einer Liste haben, um die irgendwie zu verarbeiten. Und das kann ich ebenfalls mit Query Selector tun, aber wenn ich sage const myLis gleich document Query Selector und dann in Anführungszeichen Li und das in der Konsole ausgebe, console.log myLis, dann kriege ich Li und all seine Eigenschaften, aber vielleicht muss ich dann noch sagen myli in HTML und ich kriege hier nur Hello, also offensichtlich kriege ich nur das allererste Element mit dem Namen Li. Query Selector, die Methode Query Selector, die wählt immer nur ein Element aus, und zwar das erste, das gefunden wird. Es gibt aber eine Methode, die heißt Query Selector All, und das bedeutet alle Elemente, die unter diesem Selektor angesprochen werden können. Selektor im Namen dieser zwei Methoden, Query Selector und Query Selector All, das bezieht sich übrigens auf die Schreibweise in CSS. Also was ich als Argument bei Query Selector und Query Selector All schreibe, das entspricht der CSS-Syntax, die Selektoren, die dort geschrieben werden, um eine Regel auf bestimmte Elemente anzuwenden. So, und wenn ich jetzt sage console.log mylis,
in HTML, dann kriege ich undefined, weil mylist, diese Variable, enthält jetzt nicht mehr ein eigenes HTML-Element, sondern es ist eine Aufzählung. Und es ist nicht ein Array, aber es ist etwas Ähnliches wie ein Array. Also es ist hier, es heißt Node List und dann eckige Klammern, wie bei einem Array, und dann li, 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 dreimal li. Und das ist vielversprechend, weil wir haben ja wirklich drei Lis in dieser Liste. Und jetzt, anstelle von Console.log und einem einzigen Wert, kann ich durch diese Liste durch iterieren mit einem Loop. Ich kann sagen, for let single li of my lis, um zu verdeutlichen, dass es ein einzelnes Ding von mehreren ist. Also let single li, das initialisiert, deklariert eine Iterationsvariable. Und dann kann ich sagen, console.log single li inner text. Und jetzt habe ich hello foo bar in der Konsole. Und auch hier kann ich umgekehrt diese Texte ersetzen und sagen single li inner text gleich what, und dann habe ich das HTML-Dokument manipuliert.